Dann können wir im Hafen uns wieder um die Schlangen kümmern. So. Noch mehr von diesem riesen Viehzeug. Ach, okay, wir waren dafür zwei Soldaten, ein Speer, zwei Fackeln und noch mehr ausgeruht, okay. Alles klar, zwei Soldaten. Und einen Speer. Ah, da können wir direkt gucken, was wir für das Krokodil brauchen, wenn wir schon dabei sind, so eine Riesenspinne umzulegen. So, was will das Krokodil eigentlich noch? Und noch für den brauchen wir dann noch einen dritten und einmal Gift. Und Ausrüstung können wir eher schneller das Krokodil umlegen. So, haben wir noch einen. Und zu wenig Geld. Naja, war ja klar. Ah ja, ausruhen, das war's. Das müssen wir tun. Uns ausruhen, bevor wir uns der Spinne stellen. Aber wir können dem Jagdtypen da oben die Zähne verkaufen. Wir haben ja wieder ein paar Zähne gefunden. So, ja, dann auf einmal Gift. Und noch einen Soldaten hier unten dazu. So. So. Können wir uns nämlich um das Krokodil kümmern schon. Vielleicht hat uns das was gebracht. Es ist mir gelungen, das Krokodil zu erlegen. Im Maul des Krokodils habe ich eine außergewöhnliche lila Perle gefunden. Ansonsten liegt nichts rum, was ich einsammeln kann, ne? Wo geht's denn hier lang? Aha. Wo komme ich denn hier lang? Wo bin ich denn hier rausgekommen? Hier? Tata, da ist die Goblin-Höhle. Ja. Mhm. Nicht hier. So. Ein geheimer Gang durch die Stadt. Unter der Insel lang. Dann gehen wir jetzt wieder in die Stadt. Da wollten wir uns ja um die. Müssen wir uns ja um die Spinne kümmern. Also brauchen wir ja nur zwei Fackeln und zwei Heiltränke. Zwei Fackeln und zwei Heiltränke. So. Wir haben aber kein Geld, also wir müssen irgendwas verkaufen. Okay. Können wir hier. Du kannst die Zähne haben. In der Stadt. So. Ja, so viel Schinken brauchen wir dann auch nicht, glaube ich. Hoffe ich jedenfalls mal. Dass wir nicht so viel brauchen. So. Also was mit zwei Heiltränke. Und ausruhen. Ja. So, ein bisschen ausruhen, ja gut und schön, aber nicht, also nicht ganz so viel. Also so viel Schinken zum Ausruhen braucht man wirklich nicht. So, ein Hafen. Jetzt habe ich irgendwas vergessen. Die Fackel natürlich. Okay.
Ach ja. Und wieder natürlich ausgeruht sein. Ach ja. Diesmal gucken wir vorher, wie viel Energie wir haben, bevor wir losrennen. Das ist nämlich nicht, dass wir gleich wieder zurückrennen können. Nur 24 haben wir. Machen wir lieber noch eine Nacht. Damit wir dann nicht nach jedem Ungeheuer wieder umdrehen können. Dann ab in den in die Kanalisation. Weg mit der Dreckspinne. Bäh. Gitti-git. Es ist uns gelungen, die Riesenspinne zu töten. Ja, war ja klar. Noch ein Schild brauchen wir. Blauen Trank brauchen wir. Ja. Okay, wir brauchen eine Fackel und ein Schild. Hier kann ich eine Fackel kaufen. Hier können wir einen Schild kaufen. Ach du meine Güte. Weg mit der Spinne. Oh, ein Heiltrank. Das ist ja noch eine Spinne. Ah. Hm, noch eine Fackel brauchen wir. Wo kommen wir denn hier raus? Aber noch eine Spinne. Warte. Fackeln kaufen. So. Also, ab in die Kanalisation. Hier haben wir noch eine verlorene Kiste. Da ist noch eine Spinne. Ist da noch was? Nein. So. Hier. Aber wir sind nicht aus. Ja, das leidige Thema. Nicht ausgeruht in den Kampf zu ziehen. Dann machen wir lieber zwei. Bevor wir in den Kampf ziehen, eine ordentliche Pause. Ja. Ne? Immer ausruhen, bevor man hier irgendwo in den Kampf zieht. So, Spinne weg. Und schon mal einen Stein. Ein Schatz. Und Pilze. Gut. Und hier haben wir hier sind wir eine Schlange losgeworden. Aber da kommen wir nicht weiter. Da sind Zombies. Hm. Weil wir noch keine blauen Tränke machen können. So, gehen wir erstmal hier weiter. Wir brauchen nämlich 10 Arbeiter. So. Nee, da kann man nur Sachen kaufen. Aber sonst. Ich kann aber auch echt nirgendwo den Ring sehen. Und willst du in der Gegend rumklicken? Ja klar, können wir auch, aber. Das hilft ja nichts. Garantiert muss ich erstmal irgendwas tun, um den Ring zu bekommen. Ja, aber wir haben genug, um die Brücke zu reparieren. So. So. Die Reparatur war wirklich anstrengend. So.
Die Brücke kann der Stadt wieder dienen. Er ist aus. Mein Leuchtturm ist aus. Nein, er ist aus. Der Leuchtturm ist wirklich verhext. Ein Geist schreit, dass der Leuchtturm aus ist. Vielleicht ist es der letzte Leuchtturmwärter, welcher auch nach dem Tod dienen will. Ah, er ist aus. Ich näherte mich dem Geist, aber er reagierte nicht. Er kommuniziert offenbar nicht mit den Lebenden. Leider hören die Lebenden sein lässiges Gejammer sehr gut. Ja. Der Geisterlärm ist wirklich unerträglich. Vielleicht wird er sich beruhigen, wenn ich den Leuchtturm wieder zum Leuchten bringe. So, bitteschön. Mein Leuchtturm leuchtet. Jetzt kann ich ruhen. Tada! Die furchtbaren Geräusche sind verschwunden. Ich habe endlich Frieden. Und ich krieg die Suppe. Ha! Ich dachte, ich krieg ein Suppenrezept irgendwann, aber egal. Der Geist verließ den Leuchtturm und die arme Frau kann endlich entspannen. Sie kochte mir aus Dankbarkeit eine leckere Krabbensuppe. Haben wir hier noch eine Krabbe? Haha! Aus seiner Art ein Krabbenfischer. Finde 15 Krabben. Hier noch eine Perle gefunden. Ach ja, Köder, genau. Und Körbchen wollte ich ja die ganze Zeit noch kaufen. Aber ich habe... Ich habe immer irgendwie was anderes zu tun. So, bitteschön. Jetzt hast du deine Suppe. So, aber ich weiß immer noch nicht, wo ich die blauen Tränke herkriege. Oder die... Oder die anderen. Also hier ist keine Aufgabe mehr. Hier haben wir jetzt auch keine Aufgabe mehr. Hier... Außer Angeln? Nein. Hier auch nicht mehr. Die Schlangen haben wir besiegt. Moment, warum habe ich das umgedrückt, dass mir gerade ein Geistesblitz einfällt und ich weiß... Und ich weiß, wo ich das blaue Zeug herkriege. Ein Fass kaufen. Hast du mehr Fässer? Ach so, ich habe keine Energie. Ja, war ja klar. Da ist doch immer irgendwas. So. So. Ein junger Mann stand auf der Brücke und starrte in die Ferne. Bevor ich es zu ihm geschafft habe, ging er. Eigenartig. Ich weiß aber sehr ehrlich gesagt nicht, wo ich die... Dass die blauen Tränke herkriegen soll. Der Fächer ist in die Kanalisation gefallen, ja. Aber wo sehe ich denn? Wo könnte hier ein blauer Fächer rumliegen? Jedenfalls nicht da, wo ich lang gelaufen bin. Ah, da hinten sitzt ein Typ, den muss ich eindeutig noch holen. Hm.
nicht drauf. Was? Und ich muss ja mal gucken, was sagt man? Ich sollte ins Viertel der Armen gehen, ja. Zehn Arbeiter holen, ja. Da wäre ich auch schon drauf gekommen. Ja, wenn ich wüsste, wo die Söhne des Zimmermanns sind. Oh Mann. Ja, das ist ja nicht mehr in der Stadt. Also, hier ist das Armenviertel. Ah. Ich habe einen von den Söhnen des Zimmermanns gefunden. Ich habe ihm gesagt, dass sein Vater ihn sucht. Also können wir jetzt einfach wahllos irgendwelche Kerle ansprechen. Ja. Ja, egal, wo wir einen suchen. Ja. Egal, wo wir welche finden. So. Na gut. Da geht's ins Armenviertel. Das ist kein Zimmermann. Nee. Hier. Er ist sich am Betrinken. Ich habe einen von den Sinneszimmern in der Kneipe gefunden. Zum Glück war er noch nüchtern. Hätte ja sein können, dass noch ein zweiter. Aber nein. Hast du noch einen Sohn vom Zimmermann? Ja. Aber auf einmal steht's da. Ne? So, bitte. Ich habe alle drei Söhne zurück zu ihrem Vater gebracht. Der Zimmermann ist bereit, gemeinsam mit seinen Söhnen für mich zu arbeiten. Den Lohn muss ich ihnen aber vorab bezahlen. Ja, bitteschön. Aber jetzt erst einmal gehe ich nochmal zu der Kräutertante hier hinten. Die macht aber nur die blauen Tränke. Die macht keine. Die macht nur die roten Tränke, keine blauen Tränke. Und die Verkäuferin in der Stadt macht auch kein. Was haben wir jetzt hier? Der lokale Gourmet hat Appetit, aber eine gute Krabbensuppe. Es gibt nur wenige, die sie richtig kochen können. Die Suppe hat dem Gourmet sehr geschmeckt. Er hat nicht lange gezögert. Er hat mich gleich belohnt und gesagt, dass ich ihm so eine Suppe jederzeit bringen kann. Dafür müsste ich nur wissen, wie man sie macht. Denn nochmal die Suppe gegeben. Irgendeine. Ne, nicht hier. Und hier, genau, hier war der Almosentyp und hier eine Frau hat mir. Ich glaube, sie war es. Aber was hast du denn jetzt? Komisch, immer wenn ich hier hingehe, da ist ein Typ und der haut dann immer wieder ab. Den Ring haben wir immer noch nicht gefunden. Kanalisation ist nicht. Die braucht den. Der braucht den Sonnentrank. Hast du einen Sonnentrank? Ja, hast du. Hier. Ich hoffe, dass wir den Nekromanten zusammenstoppen können.
Wir können losgehen. Der Nekromant versteckt sich in den Katakomben unter der Krypta. Warte, hier? Nee.